saugern. Bitte spülen. Ah, dauert das noch lange? Gleich fertig. Ich will jetzt deine Mutter heute aber ganz schön. Kann doch gar nicht so sehr wehgetan haben. Mir reicht. Ach, komisch. Sonst kann ich jeden Schmerz ertragen. Beiß ich einfach die Zähne zusammen. Darf ich ja bei dir leider nicht. Würde ich dir einen Finger beißen. Ilse, sieh mal, was für sensible Hände dein Mann hat. Hat er von mir. Ich bin überhaupt sehr sensibel. Oh, tanzt aber ganz gut unter deinem dicken Fell. So was ist man nun verheiratet. Würdest du jetzt bitte den Mund aufmachen? Weißt du, was ich an deiner Stelle täte? Ich würde die Decke grün streichen lassen. Ja, es beruhigt die Nerven der Patienten. Du weißt, ich mische mich nie in deine Angelegenheit. Warum aber tust du es dann jetzt schon wieder? Mach jetzt endlich den Mund auf. Ilse hat heute noch viel vor. Extravato. Ilse, was ist denn? Ja. Extravato. Ja. Wenn du pünktlich sein willst, musst du dich jetzt umziehen. Ich mach schon allein weiter. Bestimmt? Ja, den Abdruck machen wir dann das nächste Mal. Ich komme dann gleich nochmal und stell mich vor. Schon wieder ein neues Kleid? Was sagst du? Schon wieder ein neues Kleid. Hat sie sich selbst gekauft von ihrem Gehalt. Das zieht jetzt ein bisschen. Ah! Verdient doch ganz schön bei mir, als Sprechstundenhilfe. Schön offen lassen jetzt. Ja. Ilse geht heute Abend aus mit der Schulfreundin. Ist nur ein paar Tage in Berlin. Der Mann hat gestern angerufen. Der ist aber schon wieder weg. Warum geht es denn nicht? Ich denke doch gar nicht daran. Die Mädchen haben sich so viel zu erzählen, da würde ich doch nur stören. Außerdem bin ich schon mal mit zwei Frauen ausgegangen. Einmal und nie wieder. Ganzen Abend bin ich aus dem Tanzen überhaupt nicht mehr rausgekommen. Wenn ich mit der einen fertig war, wartete schon die andere. Einzig erfreulich an dem Abend war, dass ich ein Kilo abgenommen habe. Du kannst den Mund jetzt wieder zumachen. Warum sagst du das nicht gleich? Sonnenwetter, das ging aber schnell. Oh, sage mal. Und zu dem Kleid sagst du gar nichts? Hast du was? Wieso denn? Du siehst wirklich süß aus. Komm, dreh dich mal. Entzückend, du. Hast du es fertig gekauft? Ja, Kunststück. Bei deiner Figur. Reiz. Na, und die Haare, die, also wie du die wieder hingekriegt hast. Komisch, nicht? Ich sitze stundenlang beim Friseur und wenn ich fertig bin, sehe ich aus wie ein wild gewordener Handfeger. Du gehst 5 Minuten raus und kommst mit einer schicken Frisur wieder. Die ist doch nur aufgesetzt. Wieso, das ist eine Perücke? Nein. Hast du das gemerkt? Ich habe doch die Rechnung bezahlt. Und kannst du auch was für deine Frau tun? Hier, mach mir doch das mal auf, ja? Wenn sie schon das Kleid allein bezahlen muss. Ich muss jetzt aber gehen. Mhm. Wiedersehen, Mutter. Und vergiss nicht, morgen 6 Uhr wieder hier. Ach nein, freue mich schon drauf. Wiedersehen, Dieter. Wiedersehen, Dieter. Du, Ilse, deine Freundin wird platzen. Wer? Ach so, du meinst das Kleid. Die ist nicht neidisch. Wiedersehen. Wiedersehen. Also wirklich, Ilse wird von Tag zu Tag hübscher. Und die Augen, wie die leuchten so, so richtig von innen raus. Und immer ist sie freundlich, weißt du? Nie hat sie Laune. Wie so gewisse andere Leute, na nun komm schon her. Nenn ja keinen Namen, aber weiß genau, wen ich meine, nicht? Erst neulich habe ich zur Margot gesagt, von Ilse kannst du dir mal eine Scheibe abschneiden. Margot, die läuft doch überhaupt immer rum mit einer Nase, als ob da Puder nicht erfunden wäre. Danke, Mutti. Ja, bist wirklich ein Glückspilz, dass du deine Frau bekommen hast. Ja, manchmal frage ich mich auch, warum sie ausgerechnet mich geheiratet hat. Was? Schönheit nicht, doch weiß Gott wo. Na, hör mal. Erstens liegt das immer im Auge des Beschauers. Und zweitens hast du sehr viel Charme. Und drittens, na ja, es kommt ja beim Mann überhaupt nicht drauf an. Ich weiß nicht, du gefällst mir nicht. Ach, was? Nein.
Bist doch so still. Ich? Wie kommst du denn nur darauf? Siehst doch nicht gut aus. Sag mal, hast du Sorgen? Wieso denn nur? Hm? Ilse, verstehe ich mich gut. Praxis geht ausgezeichnet. Erste Million habe ich in diesem Jahr noch nicht ganz zusammen, aber du weißt ja, wie das ist. Wir Zahnärzte leben ja nun mal von der Hand in den Mund. Versuch mich nicht mit Witzen abzulenken, ja? Ich krieg doch raus, was dir fehlt. Dann zahlen deine Patienten nicht? Doch, natürlich. Ja? Das ist ein Wunder. Ich habe jedenfalls meine letzte Rechnung noch nicht bekommen. Mutti, du hast mich studieren lassen. Warum? Das ist dir bestimmt nicht leicht gefallen damals. Was hat denn das damit zu tun? Dann hast du mir noch den Behandlungsstuhl geschenkt. Deswegen kannst du mir doch eine Rechnung schicken. Zahlt doch alles die Kasse, jedenfalls zum Teil. Hm, darf ich das? Hm? Schön, dass wir den Stuhl damals genommen haben, nicht? Macht doch viel mehr her als der andere. Gut, jetzt bist du aber komplett. Vollkommen. Dr. Dieter Rogalski. Ja, ja, ja. Hast du auch mir zu verdanken, hm? Weißt du wohl nicht mehr, nicht? Damals in der Unterprima, als du durchaus runter wolltest von der Schule. Aus reiner Faulheit. Da hast du aber bei mir auf Granit gewissen. Übrigens, Granit, was ist mit meiner Füllung, hm? Bin doch heute Abend von Schmitz zum Grill eingeladen. Darf ich da schon wieder essen? Kannst jetzt schon wieder essen. Jetzt? Nö, jetzt habe ich noch keinen Appetit. Keine Müdigkeit, Vorschützen, meine Damen. Wir stürzen uns jetzt ins Nachtleben. Ja, aber wirklich nur eine Viertelstunde. Aber was wollen wir jetzt schon im Bett? Du könntest doch sowieso nicht schlafen mit dem vollen Namen. Ich habe ja wirklich unanständig viel gegessen, aber dieser Rehrücken. Naja, was ich immer sage, aber ein schöner Rücken kann auch entzücken. Der Rehrücken war aber wirklich ein Gedicht. Ja, ich hoffe, der Tief ist ihm recht. Entzücken, sehr schön. Na, die Hauptsache ist, er steht nicht gerade unter dem Lautsprecher. Das brauchen wir einen Lautsprecher. Bitte, Frau Rogalski, bitte, nun hören Sie sich das an. Na ja, ich sage doch immer wieder auf die Schwachen. Ja, bitte schön. Ja, schönen Dank. Ja, bringen Sie selber. Üblich. Das wissen schon. Eiskalt, schnell. Also, hier kann man herkommen, wann man will. Das Lokal ist immer bumsdicke voll. Ja, aber es ist ja auch wirklich hübsch hier, nicht? Jemand Bekanntes entdeckt? Nein, nein. Ich hatte nur jemand fast genau dasselbe Kleid an wie meine Schwiegertochter. Na, vielleicht ist es Ihre Schwiegertochter. Was? Sie sind vielleicht gut. Ist es Not oder ist es nicht? Natürlich nicht. Ist die nicht gut? Doch, es ist nur so heiß ist es hier. Ah, kommt ja schon unser Sekt. Ja, das ist der Burgunder. Mit dem Rehrücken runtergespült. Ja, das ist sehr gut. Das ist ja das Hübsche in diesem Laden hier. Geht immer alles ruckzuck. Liebe Frau Rogalski, auf das Ihre. Ich sage Ihnen, aus diesem angebrochenen Abend, da wird noch eine lange Nacht. Prost! Prost, Prost, Prost. Ah, das tut gut. Also mir gefällt es hier. Warum wollten Sie eigentlich vorhin nicht mit hier reinkommen? Aber du weißt doch, das hat uns doch Frau Rogalski erzählt. Sie hat eine kleine Aversion gegen dieses Lokal, weil sie hier mal eine unangenehme Situation erlebt hat. Aber dafür kann das Lokal doch nicht. Aber ich finde es sehr schön hier. Oder bereuen Sie, dass Sie mitgekommen sind? Nein, gar nicht. Entschuldigen Sie, es war wirklich ein interessanter Abend. Aber ich muss jetzt gehen. Bitte verzeihen Sie mir. Ne? Entschuldigung. Hier ist nochmal Rogalski. Er ist immer noch nicht zurück. Ich dachte,
Welcher Bar? Nein, nein, das ist nicht nötig. Ach, Sie wissen, worum es sich handelt. Und Sie meinen, der Bericht ist morgen da? Ja, dann muss ich eben bis morgen warten. Ja. Sie können sich ja denken, dass einen so ein Verdacht ganz kaputt macht. Na ja, dann vielen Dank. Gute Nacht. Nein, aber mit dir, mein Kind. Darüber möchte ich jetzt mit dir reden. Mach mal die Türe zu, ja? Mach. Ich glaube, es wird etwas länger dauern. Ich habe dich nämlich eben gesehen. Mit deiner Jugendfreundin. In der Bar. Du wirst jetzt sicher denken, ich... Und das Schlimme daran ist, du hast recht. Ich habe vorher nicht die Wahrheit gesagt. Oder nur die halbe. Wolfgang ist tatsächlich mit mir in eine Klasse gegangen. Später waren wir dann sehr verliebt ineinander. Lange bevor ich Dieter kennenlernte. Wolfgang wollte mich heiraten. Aber ich habe mich damals sehr blöd benommen. Da war eine andere Frau, auf die war ich sehr eifersüchtig. Und da habe ich ihm einen Korb gegeben. Heute weiß ich, dass das sehr dumm war von mir. Denn als ich Wolfgang vor 3 Tagen wiedergesehen habe, da war mir klar, dass es für mich nur einen Mann auf der Welt gibt. Und das ist dieser Wolfgang? Ich glaube, ich habe nie aufgehört, ihn zu lieben. Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Aber es ist einfach stärker als ich. Mir tut Dieter auch leid. Nur, du musst nicht denken, dass meine Ehe eine Lüge war. Ich habe Dieter wirklich gern, sehr gern sogar. Aber bei Wolfgang ist das etwas ganz anderes. Das ist eben Liebe. Was soll ich bloß machen? Ich muss es Dieter sagen. Nein. Nein, das darfst du nicht. Ich bitte dich, bitte überleg es dir, ja? In aller Ruhe. Du bist jetzt im Moment sehr aufgeregt. Wolfgang hat gesagt, ich muss mich jetzt entscheiden. Wir haben schließlich lange genug gewartet. Es wäre auch nicht fair Dieter gegenüber. Da hat Wolfgang völlig recht. Morgen früh fliegt er nach München. Wenn er zurückkommt, muss ich mich entscheiden. Übermorgen muss er nämlich nach Las Palmas. Um 17 Uhr geht die Maschine nach Frankfurt. Und dann hat man direkt Anschluss. Wir haben schließlich auch einen Anspruch auf Glück. Mein Wolfgang. Sag mal, kann dein Wolfgang eigentlich immer so reden? Ja, natürlich. Ist doch geschäftlich. Mhm. Und seine Frau, die trennen sich sowieso. Was? Wieso, der ist auch verheiratet? Aber das ist meine Schuld. Wenn ich ihm damals nicht den Korb gegeben hätte. Mhm. Und als er dann noch von mir und Dieter gehört hat, da hat er eben auch geheiratet. Eigentlich nur aus Dafke. Das ist ein seriöser Grund für eine Ehe. Es scheint wirklich verantwortungsbewusster Mensch zu sein. Er hat auch bitter dafür büßen müssen. Er ist an eine Frau geraten, die sich um nichts kümmert, die ihn überhaupt nicht versteht. Sie ist nur schlechter Laune. Dabei ist Wolfgang immer so ausgeglichen. Er ist eigentlich nie schlechter Laune. Sag mal, woher weißt du das eigentlich? Du kennst doch nur sein Sonntagsgesicht. Glaubst du wirklich, dass das immer so bleibt? Vielleicht noch in Las Palmas. Aber wenn der Alltag beginnt, mein Kind... Das glaube ich nicht. Da ist Wolfgang anders. Weißt du, ich will jetzt Dieter keine Schuld zuschieben, aber es ist nicht leicht mit ihm. Er ist in letzter Zeit so verschlossen und... Weißt du, ich fühle mich richtig allein. Auch wenn Dieter im Zimmer ist. Ja. Heute Nachmittag war er wirklich merkwürdig. Du, vielleicht ahnt der was. Das glaube ich nicht. Er ist schon seit ein paar Wochen so. Du, willst mir einen Gefallen tun? Bitte vergiss mir jetzt einen Augenblick, dass ich Dieters Mutter bin. Du weißt, ich habe dich immer schrecklich gern gehabt, ja? Ich möchte jetzt gerne einen Rat geben. Komm, geh nicht gleich in die Luft. Sprich erst mal mit dieser Frau von diesem Wolfgang. Nein! Doch! Sieh mal, heute Morgen ist doch die beste Gelegenheit dazu. Du hast gesagt, er fliegt morgen nach München. Ja, wie stellst du dir denn das vor? Na, wieso? Das ist doch ganz einfach. Gehst hin, klingelst und sagst... Guten Tag. Tag. Mein Name ist Ilse Rogalski.
Rogalski? Na, das wird meinem Mann aber leid tun, dass er nicht hier ist. Gerade heute Morgen musste er nach München. Kommen Sie doch bitte rein, Frau Rogalski. Danke. Ich freue mich, dass ich Sie endlich mal kennenlerne. Darf ich? Danke. Hat Ihnen Wolfgang von uns erzählt? Ja, natürlich. Alles. Alles? Mhm, bitte. Danke. Wir haben uns alle unsere Jugendlieben gestanden, ist doch klar. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Wolfgang hat mir irrsinnig komische Geschichten aus ihrer Schulzeit erzählt und auch von später. Rauchen Sie? Nein, danke. Ich kann es mir leider nicht abgewöhnen. Manchmal bin ich direkt eifersüchtig auf Sie gewesen. Ich weiß, das ist blöd. Auf das, was war, kann man schließlich nicht eifersüchtig sein. Wir hatten alle ja selbst mal sogenannte große Lieben. Ich wollte Sie gleich einladen, als Wolfgang mir neulich sagte, dass er Sie getroffen hat, Sie und Ihren Mann. Aber Wolfgang hat im Moment so schrecklich viel zu tun. Gestern wieder bis spät in die Nacht. Oh je, jetzt wird's schrecklich. Hallo! Sehr hübsch sehen Sie aus, Frau Cowboy. Nun kommt mal her, sag guten Tag. Das ist Uwe und das ist Susi. Guten Tag. Guten Tag, Susi. So, und geht wieder raus und spielt drüben. Hm? Aber nicht so laut, wenn's geht. Ich wusste gar nicht, dass Sie Kinder haben, Frau Becker. Hat Ihnen mein Mann nichts davon erzählt? Ja. Die beiden sind sein ganzer Stolz. Er verzieht sich schrecklich. Und ich muss es dann ausbaden. Nur schade, dass er so oft verreist. Die Kinder haben viel zu wenig von ihrem Vater. Morgen muss er schon wieder weg. Nach Las Palmas. Eigentlich sollte ich mitkommen. Aber jetzt fliegt sein Chef mit. Na? Er hat ja überhaupt nichts erzählt. Was? Und kein Wort von Scheidung. Und ich, Trottel, bin darauf reingefallen. Oh, stell dir vor, du hättest das nicht rechtzeitig erfahren. Stell dir mal vor, du wärst mit dem noch nach Las Palmas geflogen. Wenn du nicht gewesen wärst, danke. So, du musst jetzt aber nach Hause, eure Sprechstunde beginnt. Kann ich das überhaupt noch? Die Geschichte ist doch vorbei, nicht? Also vergessen wir sie, so schnell wie möglich. Ja, aber ich muss es doch Dieter sagen. Na, wozu? Er hat dich doch wieder. Hm? Ist eigentlich sehr traurig. Nein, eigentlich nur wütend. Ach, siehst du, ich sag doch immer, 50% von dem, was die Menschen für Liebeskummer halten, ist nichts weiter als verletzte Eitelkeit. Wozu wollen wir Dieter damit belasten? Und außerdem, weißt du, ich glaube, jede Frau, also sagen wir schon jede zweite, die hat so ihren Wolfgang. Irgendwo, da hat man mal jemanden kennengelernt, von dem man dann ein Leben lang träumt, weil man ihn eigentlich nie richtig kennengelernt hat. Und das Blech, das der damals so geredet hat, wird langsam zu reinem Gold. Und wenn dann der Ehealltag beginnt, so dieser Trott, dann denkt man eben manchmal, vielleicht wäre ich doch mit dem anderen glücklicher geworden. Hattest du denn auch schon mal so jemanden? Ja. Meiner hieß Hartmut. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ich werde ohnmächtig. Du, das war genau mein Typ. Dunkel, schlank, groß. Komm. War damals kurz vor der Währungsreform. Der brachte alles an, was es damals nicht gab. Weißt du, zu essen, zu trinken. Schob im ganz großen Stil. Fuhr schon Wagen, als noch keiner einen hatte. Und schwor, mich auf Händen zu tragen. Und dann bekamen die Kinder Scharlach eins nach dem anderen. Das hat leider mein Hartmut nicht überstanden. Er verschwand sank- und klanglos. Hast du ihn denn mal wieder gesehen? Ja. Voriges Jahr. An der Straßenbahnhaltestelle. Ich hätte ihn überhaupt nicht wiedererkannt, wenn er mich nicht angesprochen hätte. Dick. Glatze. Steckt sich mühselig durch. Naja. Ich habe seit damals gedacht, ich hätte im Leben was versäumt. Jetzt weiß ich's. Was denn? Wer der Mann da war gestern Abend in der Bar. Ich habe mir den ganzen Abend den Kopf zerbrochen. Na, wer war's denn? Dr. Albrecht, der Chefarzt von der Westklinik. Naja, und? Ein Studienfreund von Dieter. Und wenn der mich gesehen hat und Dieter davon erzählt, dann ist alles aus. Ach, Quatsch. Erstens kann der sich doch geirrt haben. Und zweitens war es dunkel. Drittens bin ich ja auch noch da. Jetzt bringe ich dich erst mal nach Hause. Sag mal, wann werde ich heute bei euch gepiesackt? Um 6. Hm?
Na also, kann ich doch vorher noch eine Tasse Kaffee trinken gehen. Ich glaube, die habe ich mir wirklich verdient. Du. Ja? Du, ich habe Angst. Vor Dieter? Na hör mal, was hast du? Ich habe Angst. So. Bitte spülen. Sicher die Maschine nach Frankfurt. Hat direkt Anschluss nach Las Palmas. Wer weißt du denn nicht? Oh, Bekannte von mir wollte fliegen. Aber ist was dazwischen gekommen. Tut mir leid für die Bekannte. Glaube, die hat nichts versäumt. Willst du jetzt bitte den Mund aufmachen? Ja. Praxis Dr. Rogalski? Ja? Ja? Augenblick bitte. Die Westklinik. Dr. Albrecht. Was ist drin? Rogalski? Bitte. Herr Ober. Nee, was ist? Mach's doch nicht so spannend. Ja. Ja? Bist du sicher? Natürlich, kannst du dir ja vorstellen. Wenn man erstmal den Verdacht hat. Ja, Junge, diese Ungewissheit war doch unerträglich. Danke schön, Robert. Mach's gut. Na? Da kann man mal sehen, was Einbildung ausmacht. Wir blöden Mediziner wissen eben zu viel über Krankheiten. Und wenn man dann gewisse Anzeichen bei sich selbst entdeckt, da glaubt man sofort. Ich habe doch tatsächlich gedacht, ich hätte höchstens noch ein halbes Jahr zu leben. Und da sagst du nichts davon? Nicht mal zu deiner Mutter? Wozu sollte ich euch denn auch noch verrückt machen? Ich habe mich von Robert gründlich untersuchen lassen. Heute Morgen hat er die letzten Ergebnisse bekommen. Nur Schluss. So, und nun wollen wir mal den Zahlen fertig machen. Würdest du bitte den Mund aufmachen? Die hat uns aber einen ganz schönen Schrecken eingejagt, was, Ilse? Bitte Mund auf. Du weißt, was ich an deiner Stelle machen würde? Koffer packen und mit Ilse ein paar Tage verreisen. Irgendwohin, wo es schön ist. Brauch ja nicht unbedingt Las Palmas zu sein. Denkst du schon wieder an Mutti? Du sollst dich doch nicht immer in unsere Angelegenheiten mischen. Tu ich ja gar nicht. Höchstens, wenn es mal nötig ist. Hm?